Die Gewindestange musst du auf 6,5 bis 7 cm Wandabstand eindrehen oder mit einer Eisensäge kürzen. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du das Geberit DuschwC AquaClean Sela montieren kannst. Das AquaClean Sela ist ein preiswertes und qualitativ hochstehendes DuschwC, das ganz leicht zu montieren ist. Nachdem du die Wandanschlüsse eingefettet hast, steckst du das Spülrohr in die Wand. Dann zeichnest du mit einem gut sichtbaren Stift die Einstecktiefe bündig Fliese an. Dasselbe machst du auch noch mit dem Ablaufrohr. Wenn du beide Rohre angezeichnet hast, musst du dasselbe auch noch auf der anderen Seite der Rohre machen, wenn sie im WC stecken. Beim Ablaufrohr kannst du jetzt die Manschettendichtung montieren und auch wieder schön einfetten. Dann steckst du das Rohr an den Keramikstutzen beim WC und zeichnest die Außenkante des WCs wieder schön an. Das Spülrohr kannst du jetzt durch die hintere Öffnung des WCs stecken und danach die Manschettendichtung montieren. Diese fettest du wieder ein und steckst dann das Spülrohr in die Öffnung im Keramikkörper. Die Außenseite zeichnest du wieder an. Jetzt misst du jeweils die Distanz zwischen den beiden angezeichneten Strichen. Das ist der Rohrüberschuss, den du abschneiden musst. Zu diesem Maß addierst du nochmals 3 mm und überträgst dieses dann von hinten auf das jeweilige Rohr. Am besten und saubersten kannst du die Rohre mit einem Rohrabschneider einkürzen. Mit einem Fuchsschwanz klappt es jedoch auch. Wenn du das Rohr gekürzt hast, solltest du es unbedingt noch mit einer Holzfeile oder einem Messer abschrägen, damit du nachher beim Einstecken in der Wand die Dichtung nicht verletzt oder verschiebst. Das könnte nämlich dazu führen, dass der Anschluss nachher undicht ist. Beim Ablaufrohr misst du auch wieder den Abstand zwischen den zwei Strichen, addierst 3 mm und überträgst das Maß von hinten auf das Rohr. Mit dem Rohrabschneider wieder ganz einfach einkürzen und das Ende anschrägen. Jetzt bereiten wir den Wasseranschluss für das DuschwC vor. Dazu schaust du hinter der Betätigungsplatte in deinen Spülkasten. Da findest du nämlich eine Legende, wo beschrieben ist, wo sich die Führung für den Wasseranschluss befindet. Hier ist das Ganze 5 cm links vom Spülrohranschluss auf derselben Flucht wie die Gewindestangen. Auf derselben Legende findest du auch die Maße des Elektroanschlusses, wenn denn überhaupt einer vorbereitet wurde. Solltest du keinen vorbereiteten Elektroanschluss haben, so kannst du diesen auch aufputz zu dem WC ziehen mit einem kleinen Kabelkanal. Nachdem du die Fliese oder den Gipskarton aufgebohrt hast, kannst du jetzt noch den Kunststoffdeckel durchbohren. Ich habe diesen hier noch mit einem Messer etwas größer gemacht, sodass ich den Panzerschlauch durch die Öffnung bringe. Die Abdeckung hinter der Betätigungsplatte kannst du entfernen und dann schnappst du dir den langen mitgelieferten Panzerschlauch. Bei dem musst du jetzt den roten Halterungsring und die Verschraubung entfernen. Lege beides auf die Seite, du brauchst diese nämlich wieder, sobald das Rohr eingezogen ist. Den Schlauch kannst du jetzt mit Gefühl durch die Öffnung bis in den Spülkasten schieben. Manchmal helfen kleine Vor- und Rückwärtsbewegungen, falls er mal nicht weitergehen will. Jetzt schließt du das Eckventil und entfernst den Panzerschlauch von dem Füllventil im Spülkasten. Den Schlauch vom Füllventil und den Schlauch, den du eingezogen hast, kannst du jetzt beide von Hand am mitgelieferten weißen Y-Verbinder befestigen. Diesen montierst du dann wieder am Eckventil im Kasten. Es reicht, wenn du die Verschraubungen handfest ganz satt anziehst. Jetzt kannst du das Ablaufrohr in den Wandanschluss stecken und die Schallschutzmatte vorbereiten. Jetzt legst du dir die Befestigungsmaterialien und eine Wasserwaage zurecht. Ein 19er Ratschenschlüssel zum Anziehen solltest du auch noch griffbereit haben. Den Panzerschlauch ziehst du durch die Öffnung und wenn du möchtest, kannst du jetzt schon das Kugelventil am Schlauch montieren. Dieses ziehst du mit zwei Zangen an. Das Elektrokabel führst du auch durch die Öffnung hinter dem WC. Jetzt kannst du das WC auf die Gewindestangen schieben und danach in folgender Reihenfolge die Befestigung montieren. Zuerst die Gummihülse, dann die Unterlagscheibe und zuletzt die Mutter. Ziehe alles handfest an und richte die Toilette danach mit der Wasserwaage aus. Dann kannst du die Muttern auf beiden Seiten gleichmäßig mit dem 19er Schlüssel anziehen. Achte darauf, dass du beide Seiten gleichmäßig anziehst und nicht zuerst nur eine und dann die andere Seite. Sonst könnte nämlich der Keramikkörper im schlimmsten Fall kaputt gehen. Die überschüssige Schallschutzmatte kannst du jetzt abschneiden. Das Eckventil im Spülkasten kannst du wieder öffnen und wenn dieser gefüllt ist, testest du, ob das WC dicht ist, indem du zwei bis dreimal spülst. Jetzt geht's an die Montage der Funktionseinheit. Dazu steckst du die vier Gummidübel in die Öffnungen auf dem WC. Den kurzen Panzerschlauch mit dem integrierten Filter kannst du unten an die Funktionseinheit schrauben. Diese Verschraubung solltest du kurz mit einer Zange festziehen. Die ganze Funktionseinheit wird jetzt von oben auf das WC gesetzt.
Dann kannst du mit einem Torx-Schraubenzieher die zwei Schrauben der Abdeckung entfernen. Unter dieser Abdeckung kannst du jetzt die vier Schrauben in die Gummidübel schrauben. Achte dabei unbedingt darauf, dass die Funktionseinheit gerade auf dem WC aufliegt. Solltest du nicht sicher sein, ob diese gerade ist, kannst du auch zuerst noch kurz den Deckel montieren. Wenn die Einheit hält, kannst du den Deckel wieder mit den zwei Schrauben montieren. Den Panzerschlauch mit dem montierten Kugelventil montierst du jetzt an den Panzerschlauch mit dem Filter an der Funktionseinheit. Ziehe diese Verschraubungen zur Sicherheit ganz leicht mit der Zange an. Das Kugelventil kannst du dann auch gleich öffnen. Die Kabel werden abisoliert und die Elemente des Steckers kommen in der richtigen Reihenfolge über das Kabel. Auf der Bedienungsanleitung des Steckers kannst du ganz genau entnehmen, welches Kabel an welchen Anschluss kommt. Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Fachmann vorgenommen werden oder müssen durch diesen abgenommen werden. Beachte unbedingt die gesetzlichen Vorschriften in deinem Land. Jetzt kannst du noch die Abdeckungskappe und den WC-Sitz auf die Funktionseinheit stecken. In der Videobeschreibung habe ich dir übrigens eine Werkzeugliste mit dem benötigten Werkzeug zusammengestellt. Falls dir das Video geholfen hat, bitte ich dich, den Like-Button unter diesem Video zu drücken. Das hilft uns enorm, weitere Videos für dich zu produzieren. Wenn du noch wissen willst, wie man eine Gabarit-Betätigungsplatte montiert, dann schau noch dieses nächste Video. Und wenn du regelmäßige Tipps und Tricks bekommen willst, dann abonniere doch gerne den Kanal.